Liebe Zuschauer, das Starterdepot kommt, da freue ich mich auch richtig drauf. Ihr habt euch ja dafür ausgesprochen, ich hatte ja die Frage gestellt, ob wir ein Aktiendepot von null an machen sollen für wirklich langfristig orientierte Investoren, die ein anderes Leben haben, abseits der Börse, wo es also nicht so wie bei mir, der ja jeden Tag irgendwas mit der Börse zu tun hat, sei es über einen Aktienfinder, sei es als Investor. Und wo ich ja noch wie beim Echtgelddepot dann irgendwelche mehr oder weniger abgefahrenen Sachen mache mit Aktienoptionen und ständig verkaufe ich irgendeine Aktie und kaufe dann vielleicht wieder dieselbe Aktie kurze Zeit, nur ein paar Wochen später wieder zurück. Das sind ja keine Dinge, die ein langfristiger Investor tun sollte. Insofern ist mein Cashflow-Depot nicht massentauglich, deshalb ein Starterdepot und ich möchte dieses Starterdepot möglichst interaktiv machen, also mit euch, dass ihr euch da auch einbringen könnt. Das heißt, viel soll über Abstimmung gehen. Ich stelle mir zum Beispiel vor, dass ich Aktien zur Abstimmung gebe, welche Aktie wir beispielsweise als nächstes dann ins Depot legen werden. Mit den Abstimmungen können wir auch gleich anfangen. Das Starterdepot ist zwar noch nicht live, ich möchte das diesen Monat machen, aber es gibt ja schon ein paar Sachen, über die wir oder über die wir uns im Vorfeld einig sein sollten. Und ich denke, da stimmen wir einfach drüber ab. Es wird also jetzt ein paar Abstimmungen geben in diesem Video. Das zum einen, und dann möchte ich mal noch die Helden der finanziellen Freiheit zeigen. Das zum anderen, ach, hier habe ich übrigens die Sachen eingeblendet. Das ist mein Drehbuch fürs Video, also relativ klein. Und da waren auch schon die Abstimmungen gerade zu sehen. Helden der finanziellen Freiheit, das zeige ich auch noch. Und als Appetizer quasi. Dann mal los bezüglich der Abstimmung. Die erste Frage wäre, welche Anlagestrategie wir eigentlich verfolgen. Und ich habe hier im Aktienfinder im Blogbereich drei beispielhafte Strategien mal dargestellt. Und ich würde sagen, wir entscheiden uns für eine von diesen dreien. Also wir müssen mal zu uns halt überlegen, quasi, was wir wollen mit unserem Aktiendepot, das wir aufbauen. Wollen wir Dividendenertrag, Dividendenwachstum oder Gewinnwachstum? Dividendenertrag, das heißt, wir wollen schon von Anfang an relativ hohe Dividenden erhalten. Das heißt, bei der Aktienauswahl spielt eine hohe Dividendenrendite eine definitiv größere Rolle als bei den anderen beiden Strategien. Wenn jetzt eine Aktie vielleicht nur 1% Dividende abwirft oder Dividendenrendite hat, dann käme die für uns wahrscheinlich nicht in Betracht. Sie wäre einfach nicht interessant. Wir hätten dann hier in diesem Depot vermutlich auch einiges an REITs, schätze ich mal, zumindest mehr, als wir es hier erwarten dürfen. Wir hätten dann Dividendenwachstum. Auch hier spielt die Dividende eine entscheidende Rolle. Also bei diesen beiden Strategien beschränken wir uns auf Dividendenaktien. Wir werden beispielsweise keine Facebook kaufen. Hier unten habe ich übrigens beispielhaft mal dann Aktien, die für diese Strategien jeweils in Frage kommen. Es gibt natürlich auch Überschneidungen, dass eine Aktie sogar für die oder also für mehrere Strategien in Frage kommt. Also Dividendenwachstum, das wäre die zweite. Dividendenwachstum, das bildet eher aus meiner Sicht jedenfalls jemand ab, der relativ jung ist, der auch viel Zeit hat, um von dynamisch wachsenden Dividenden zu profitieren, weil da verlagert sich eben dann bei der Aktienauswahl, gehen wir weg oder haben niedrigere Ansprüche bezüglich der Dividendenrendite, haben aber höhere Ansprüche an das Gewinn- und Dividendenwachstum. Das geht ja Hand in Hand. Und das bildet wahrscheinlich eher jüngere Investoren ab, die noch nicht sofort darauf angewiesen sind, den Cashflow aus den Dividenden zu verkonsumieren, während wir hier vielleicht eher was haben, was in Richtung ja, reiferer Zuschauer angeht, vom Alter her gesehen. Und hier haben wir Gewinnwachstum. Da spielt die Dividende beim Auswahlkriterium überhaupt keine Rolle. Da geht es im Prinzip in erster Linie ums ja, Gewinnwachstum, Wachstum des bilanzierten Gewinns, des operativen Cashflows. Sicherlich spielt hier auch ein bisschen mehr die Bewertung möglicherweise eine Rolle, wobei ich denke, die spielt bei allen eine Rolle. Also hier geht es einfach darum, dass man versucht, eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Man will natürlich auch hier gerne Kursgewinne haben, aber hier haben die Kursgewinne nochmal eine andere Bedeutung. Sieht man vielleicht auch, wenn man sich hier die Aktien anschaut. Das wären also die drei Strategien, wo ich die Abstimmung stellen möchte.
An dieser Stelle werde ich die Abstimmung einblenden. Los geht's. Bin ich mal aufs Ergebnis gespannt. Und dann hätten wir noch eine zweite Abstimmung zu machen. Und da geht es um das monatliche Investitionsvolumen. Das heißt, ich stelle mir das ja so vor, das gehe ich mit gutem Beispiel voran. Das heißt, jeden Monat wird dann ein gewisses Investitionsvolumen abgestellt für das Starterdepot. Anfangs dachte ich da an 1000 Euro, aber ich glaube schon rausgelesen zu haben, dass einige sagen, 1000 Euro, oh, das ist so viel. Es ist aus meiner Sicht unrealistisch, weil ich nicht so viel abzweigen kann Monat für Monat. Deshalb jetzt die Frage, wie hoch soll die monatliche Investitionssumme sein? Ich würde zur Abstimmung geben 500 Euro, 750 Euro oder doch die 1000 Euro. Ich möchte das über Sparpläne zum einen und zum anderen auch über Einzelkäufer hin und wieder machen, dieses Starterdepot. Ich halte Sparpläne wirklich für sehr, sehr sinnvoll, gerade für Anfänger, weil da eben auch viel Automatismus bei diesen Sparplänen drin ist. Und deshalb würde ich die einrichten. Und wenn wir jetzt ein Investitionsvolumen von 500 Euro haben, dann werden Einzelkäufe wahrscheinlich seltener sein, als wenn wir ein Investitionsvolumen haben von 1000 Euro, wo wir dann quasi immer nur einen Teil in die Sparpläne einfließen lassen und ein anderer Teil dann erstmal vielleicht nicht genutzt wird, der sich dann ansammelt und dann machen wir irgendwann mal Einzelkäufe. Müssen wir auch entscheiden. Also jetzt dann bitte abstimmen. Und das sind die zwei Abstimmungen auch schon gewesen. Ich werde das Depot vermutlich bei Consors führen. Ich habe mir überlegt gehabt, kurz bei welcher Bank wir das machen. Hier ist ein kleines Affiliate-Link im Aktienfinder-Blog-Bereich, wo es die 90 Tage Vollmitgliedschaft gibt, wenn man eines dieser Depots abschließt über den Link. Ich bin ja selbst bei Consors Bank und bei Links, habe mir überlegt gehabt, welches dieser beiden Depots wir nehmen sollen. Wichtig waren für mich eben die Sparpläne, dass es Aktiensparpläne gibt. Ich habe auch noch mal kurz geguckt bei Flatex und Vista. Da, die haben aber, jetzt mache ich hoffentlich keinen Fehler, ich habe da keine Aktiensparpläne gefunden, nur ETF-Sparpläne. Deshalb waren die dann doch nicht interessant. Und bei der Consors Bank habe ich hier diese schöne Liste gefunden bezüglich Aktiensparplänen. Und Schwerpunkt Deutschland, Europa noch und USA reicht für uns jetzt erstmal völlig aus. Andere Aktien oder Aktien aus anderen Regionen können wir uns ja im Bedarfsfall über eine Einzelinvestition ins Depot holen, wenn dann entsprechend so abgestimmt wird. Insofern würde ich jetzt mal hier mit der Consors Bank ins Rennen gehen. Das Depot habe ich eh schon. Insofern ist es dann auch für mich relativ einfach. Ich habe da quasi schon ein leeres Depot, das wir dann einfach als Starterdepot benutzen werden. Das wäre die Geschichte zum Starterdepot. Ich will noch, dass es diesen Monat losgeht und bin auch richtig motiviert und hoffe, dass das auch euch was bringt. Und dann hätten wir hier noch die Helden der finanziellen Freiheit und das ist so ein Appetizer. Und zwar tue ich ja hier einmal im Monat ganz brav die monatlichen Dividendenerträge, teilweise auch Optionserträge und den Marktwert der Finanzblogger rund um den Globus fleißig abtippeln und dann können wir hier eine Dividendenhistorie sehen oder eine ganze Entwicklung, nicht nur die Dividendenhistorie, unter anderem eben die Dividendenhistorie, so wie wir sehen und kriegen ein Gefühl dafür, was man denn mit regelmäßigen Investieren erreichen kann. Und das möchte ich einfach mal kurz zeigen. Ich habe da jetzt auch schon einen Blogbeitrag zu jedem Monat mache ich noch einen Blogbeitrag dazu, habe den auch schon geschrieben, aber noch nicht live gemacht. Und wir können ja hier jeweils den Monat auswählen, für mehrere Jahre sogar, und sehen dann immer das monatliche Ergebnis der Finanzblogger. Und man kann hier entsprechend ja auch sortieren. Und man sieht hier die Einnahmen, die monatlichen Einnahmen aus Dividenden und gegebenenfalls Optionen, falls auch veroptioniert wird. Veroptionierung ist vor allem in Deutschland ein Thema. Interessanterweise, US-Blogger machen das weniger. Und haben wir hier dann einen Freaky Finance, der, wenn ich es richtig mitbekommen habe, ja sogar Millionär ist. Glückwunsch, Vincent. Und der hat fast 4.500 Euro eingenommen, hat quasi mehr eingenommen als ich, knapp 2 Euro im Mai. Man sieht dann, dass wir beide auch veroptionieren. Und bei Freaky Finance sieht man allerdings hier, dass
Dass er auch veroptioniert, sieht man, dass man allgemein veroptioniert, sieht man immer dann, wenn die Y-Achse negativ wird, weil Dividenden können nicht negativ sein. Bei Optionseinnahmen, da hat jeder mal einen schlechten Monat. Und das heißt, da geht es dann hier nach unten, so wie das beim Vincent der Fall war. Im Januar 2019 mit 733 Euro Verlust. Man sieht aber, ähnlich wie bei mir, dass es Verluste gibt, aber dass man hier in Summe positive unterwegs ist mit den Aktienoptionen. Wenn man die rausmacht, dann sieht man die Dividendeneinnahmen und man sieht, dass die von Jahr zu Jahr auf Monats, im Monatsvergleich dann doch schön wachsen. Hier beim April ging es zwar ein bisschen runter, dafür ging es im Mai noch stärker hoch und ich vermute auch in den anderen Monaten wird es so sein. Wenn man mich anschaut, wie sich das jetzt bei mir entwickelt hat, dann sieht man, dass der Fokus oder der Schwerpunkt ein anderer ist, dass der eben weg von Dividenden hin zu Optionen ging. Das sieht man im Mai sinnbildhaft gut. In den ersten Jahren 2015, 2016 hatte ich reine Dividendeneinnahmen, keine Optionseinnahmen. Dann habe ich angefangen mit Optionen, habe auch gleich hier miese gemacht, 336 Euro. Und jetzt sind wir im Jahr 2019. Da sieht man, dass die Optionseinnahmen deutlich höher sind als die Dividendeneinnahmen. Das Ganze ist natürlich immer nur ein Teilbild. Wenn man alles wissen möchte, dann könnte man, kann man hier dem Link folgen. Wenn man bei mir klicken würde, dann käme man zum Beispiel auf mein Depot-Update, das ich jeden Monat auch auf YouTube live stelle und auf meinem Blog live stelle. Und dann würde man sehen, dass diese 3000 Euro Option, die ich im letzten Monat bekommen habe, einen hohen Preis hatten, nämlich einen Buchverlust von knapp 5000 Euro bezüglich Alibaba, der jetzt schon wieder deutlich reduziert wurde, weil Alibaba ja wieder gestiegen ist. Aber das ist eben, man sieht hier eben immer nur einen Teilausschnitt. Aber ein Teilausschnitt, der durchaus interessant ist und Sinn macht, nämlich man sieht, dass man hier mit langfristigem Investieren, bei mir sieht man das jetzt weniger gut, gehen wir mal auf meinen Kollegen, den Matthias, dass man hier halt mit langfristigem Investieren in Dividendenaktien steigende Dividenden Jahr für Jahr erreichen kann. Auch interessant ist, dass viele Finanzblogger hier erfreulicherweise im Rahmen der Transparenz auch hingehen und den Marktwert ihrer Depots veröffentlichen, dann kann man Renditen berechnen, also monatliche Renditen. Sparbuch wirft wie viel ab im Jahr? 0,3% oder irgend sowas, vielleicht 0,5%, wenn man ein ganz, ganz tolles Angebot findet. Wir sehen hier, dass reine Dividendeninvestoren dank dem Dividendenmonat Mai und dem Homebias hier, wir sind ja alles Deutsche, also Platz 1 bis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Platz 1 bis 9 bezüglich der Renditen sind von Deutschen belegt und dann unten drunter kann im Ferner liefen, unter anderem die USA, ist natürlich dem Homebias geschuldet. Das heißt, viele deutsche Dividendenzahler haben eben jetzt im Mai die Dividende ausgeschüttet, entsprechend hoch fällt dann auch die monatliche oder die monatliche Dividende aus. Und das sind dann Dividenden deutlich über einem halben Prozent, also mehr als man für ein ganzes Jahr im Sparbuch bekommt. Das ist natürlich schon ein Wort. Wir haben hier auch die Stabilität der Dividende, das heißt der regelmäßige Zuwachs im 12-Monats-Vergleich. Wenn man hier dann zum Beispiel den Finanzkroko anschaut, nicht im 12-Monats-Vergleich, also über 12 Monate habe ich das ausgerechnet, immer über die letzten 12 Monate. Das wäre jetzt, wenn wir jetzt den Mai haben, würde das hier quasi im Juni anfangen, dann sieht man, dass die Dividenden immer schön steigen, schön steigen, schön steigen. Das ist jetzt beim Finanzkroko. Er hat jetzt noch kein riesiges Depot, ist aber bei der Stabilität nichtsdestotrotz an Platz 1 und man sieht einfach, wie schön die Dividendeneinnahmen steigen. Die steigen vor allem dann schön am Anfang, weil da investiert man halt oder wächst der Depotwert relativ schnell, prozentual gesehen jedenfalls. Und dann wachsen auch die Dividendeneinnahmen prozentual sehr schnell an. Und hier sehen wir die Beträge, also 5,60 Euro, 7 Euro, 8 Euro, 8 Euro, 10 Euro, 11 Euro und momentan sind wir bei 17 Euro. Und das ist schon ein kleiner Motivationsboost auf jeden Fall und macht wirklich Appetit auf Dividendeneinnahmen. Wir haben dann hier noch den Zuwachs, das ist so die Königsdisziplin. Da nehmen wir die Dividendeneinnahmen bzw. die gesamten Einnahmen der letzten 12 Monate und vergleichen die mit dem 12-Monats-Zeitraum vorher. Und da sehen wir hier Zuwachsraten, die würde man niemals erreichen, beispielsweise im Rahmen einer Gehaltsverhandlung. Wenn du jetzt also zum Chef gehst oder so und sagst, hey, Chef, Boss, ich will mal hier 50% mehr Gehalt als im letzten Jahr, würde ich mal
weiß ich nicht, was passiert, aber einfach nur den Vogel zeigt oder dann irgendwas anderes, kann man ja mal probieren und dann im Kommentar schreiben, was passiert ist. Wenn man in Aktien investiert, dann ist es aber durchaus möglich. Auch hier vor allem bei Depots, die noch niedrigeren Marktwert haben, da kann man es relativ einfach erreichen, satte Zuwächse, weil eben der gesamte Marktwert oder der Depotwert auch relativ schnell steigt. Wir sehen aber trotzdem, dass hier schon relativ große Depots teilweise die höchsten Zuwachsraten erzielen von über 100%. In meinem Fall hängt es aber mit den Optionsgeschäften zusammen als Stillhalter, dass ich in 2018 oder beziehungsweise 2017 einfach erfolgreicher bin wie am Anfang. Also in den letzten 12 Monaten war ich erfolgreicher als in den 12 Monaten davor. Das zieht bei mir die Dividende, die Rendite dann natürlich nach oben. Aber bei anderen Kollegen hier, die reine Dividendeninvestoren sind, die erreichen dann hier auch schon mit relativ großen Depots, also 40 und 70.000 Euro, ist auch nicht ganz klein. Die erreichen hier dann immer noch also wirklich stattliche Zuwachsraten. Mein Glückwunsch. Dann auch Götz von Finanzblog News, satte Zuwachsraten hier. Und was für Beträge hat er denn? Ja, also schon deutliches Wachstum, wenn man das hier mal vergleicht. Man sieht es hier auch grafisch, dass hier wirklich was abgegangen ist. Da hat er wahrscheinlich viel in sein Depot gesteckt in den letzten Monaten, der Götz. Und Geld-Challenge, das muss man dann auch erklären. Da hat der Axel seine Strategie geändert und die läuft jetzt sehr gut, wenn wir uns mal hier 2019 angucken. Da gibt es jetzt keinen einzigen Verlustmonat und es war halt in 2018 nicht der Fall. Insofern hier auch sehr hohe Zuwachsraten. Aber das sind dann halt natürlich wieder die Exoten, der Axel, ich, wir sind da Exoten. Viele Leute, die machen sowas wie der Alexander von Rente mit Dividende. Der geht mit ruhiger Hand hin und führt sein Depot in dem Sinne, wie wir es auch mit dem Starterdepot machen wollen und profitiert einfach von langfristig steigenden Dividendeneinnahmen. Und es macht da schon Freude, wenn man sich das ansieht. In 2015 noch Dividenden monatlich hier 34, 40 Euro, 129, 56 Euro, also kaum mal 100 Euro. Mittlerweile 600, knapp 800, wieder 600, 600. Und das alles im 1, 2, 3, 4, nach 4 Jahren. Und wie gesagt, das sind Dinge, die kriegt man jedenfalls als Arbeitnehmer so nicht hin, solche Wachstumsraten außerhalb von Aktieninvestments, behaupte ich jedenfalls. Gut, das wäre dann der Appetizer zum Standarddepot, die Helden der finanziellen Freiheit. Ich hoffe, es war nicht langweilig. Und ich melde mich noch diesen Monat mit dem Standarddepot, versprochen. Danke fürs Zuschauen und dann bis bald. Ciao.